Ist Kirche noch die Sprache der Gesellschaft? Und wie können, wie sollen oder wie wollen Christen heutzutage ihren Glauben leben und ihn in die Welt tragen? Rund 2.500 Menschen aus evangelischen Landes- und Freikirchen, aus evangelischen Verbänden und Werken gehen diesen Fragen beim Kongress Dynamissio in Berlin nach. Dynamissio braucht es, weil Gemeinden ermutigt werden sollen und können, ihr Christsein zu leben und fröhlich einladen, davon zu erzählen. Der Kongress ist ein Event. Hier im Velodrom, wo sonst Robin Schulz, Carmen Nebel oder Scooter begeistern, wird gesungen, gebetet und skizziert, was Mission im Jahr des Reformationsjubiläums bedeutet. Wir brauchen Mission, weil Gott ohne Pause daran interessiert ist, zum einen Menschen von seiner Liebe zu überzeugen und zum anderen diese Welt zu versöhnen und zu erneuern. Und wir brauchen sicherlich andere Methoden als früher. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eine starke innere Gewissheit über das, wer Jesus ist, mit uns bringen, aber auch die Bereitschaft, uns sehr, sehr tief auf die Lebenswelten der Menschen einzulassen. Und da die sehr unterschiedlich sind, lädt Dynamissio ein zum Dialog. In unzähligen Foren in der ganzen Stadt verteilt, treffen Teilnehmer auf Theologen, Politiker oder aufeinander. Dialog auf Augenhöhe heißt eben, dass unterschiedliche Leute mit unterschiedlich jetzt Missionsverständnis zum Beispiel, zusammenkommen und darüber reden und gucken, was bedeutet das und was können wir voneinander lernen. Dialog heißt für mich immer auch lernbereit sein für den anderen und von dem anderen und deshalb glaube ich, ist es so wichtig. Der Blick über den Tellerrand ist bei Dynamissio mehr als gewünscht, für Inspiration und für die Praxis in der Gemeinde und im eigenen Leben. So I think the issue is sometimes we think about theology as something that's closed up in academia, in books. And actually we all need to be theologizing, doing theology, letting the world ask questions of the Word of God and the Word of God ask questions about the way we live. And so this constant dialogue is something that we all have to do, men, women, children, young people, and do it with people from diverse backgrounds because we all have lenses and we need to start to see things through the eyes of other people also. Die Teilnehmer sind als Ehren- oder Hauptamtliche stark in ihrer Kirche engagiert und somit mehr als nur interessiert an neuen Wegen für ihre Gemeinde. Es ist immer empfehlenswert, mit anderen zusammenzuarbeiten, sich von anderen außerstehenden Tipps zu holen. Viele neue Inputs, muss ich sagen. Also ich muss jetzt an die geistliche Verstopfung denken. Ich finde es ganz, ganz spannend, die Mitte Jesus nochmal wirklich ins Bewusstsein zu rufen. Wir sind so in Strukturen unterwegs und machen uns sehr viel Gedanken darüber, dass wir ihn, glaube ich, ganz oft aus dem Blick verlieren, auch in unserem Arbeiten. Ich möchte hier Menschen treffen, ich möchte für mich Impulse sammeln. Ja, und einfach Mut zu haben, auf Leute wirklich zuzugehen in unserer Gesellschaft, mittendrin zu sein. Ich wünsche mir wirklich, dass die Leute ärgerlich nach Hause gehen. Und zwar ärgerlich darüber, dass sie bisher vielleicht so ein einseitiges Missionsverständnis hatten. Mein größter Wunsch wäre, dass sie die Kraft spüren, dass sie uns in allen Situationen des Lebens, in den guten, aber eben auch in den schweren Situationen, diese tiefe Kraft gibt, die unabhängig davon ist, wie das Leben läuft. Und das wirklich tief im Leben zu spüren, aber dann eben auch auszustrahlen und andere Menschen spüren zu lassen, anderen Menschen Hoffnung zu geben, anderen Menschen in der Not zu helfen. Und wir beginnen jetzt in unserem Kiez, in unserem Stadtteil, in unserem Dorf, die Leute um uns herum neu wahrzunehmen, sie zu sehen, ihnen zu helfen, für sie da zu sein. Das wünsche ich mir.